Und damit seid begrüßt mit dem Zwerge Gnome-Hobbits und Eckert um zu einem neuen Pracht-Summer in Mara mit dem Zwergenfürst. Ja, so viel dazu. Ich glaube, wir müssen gleich mal schlafen gehen. Es ist schon Nacht hier im Game. So, hier mal schlafen. Hungrig ist das Mädchen auch. Ja, heute werden wir mal hier erstmal ernten. Und dann werden wir mal schauen. Tauchen werden wir heute noch machen. Das ist auch die große Aufgabe in diesem Part heute. Erstmal müssen wir was schnabulieren. Pommes. Orangen. Äpfel haben wir keine mit dabei oder was? Gut, ich glaube, den Salat brauchen wir noch irgendwo für. Den brauchen wir nicht mehr. Okay. Sehr gut. So, Salätchen. Ich glaube, den brauchen wir auch für eine Sidequest. Erstmal alles ordentlich abernten. Hier, Getreide haben wir auch schon geerntet. Angepflanzt. Jetzt auch geerntet. Können wir wenigstens Getreide neu anpflanzen oder geht das auch nicht? Tatsache, nichts zum Anpflanzen, da müssen wir immer die Samen kaufen. Das ist auch noch was, was ich mir gerne wünschen würde, dass das noch irgendwie, ja, repariert wird, gepatcht wird oder irgendwie, dass das da noch. Ja, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen. Naja. Ja, sprich mit der Arbeit für den nächsten Auftrag. Okay, der hat wieder was für mich. Hier müssen wir noch Stoff holen. Fische fangen. Für wen hat man den Kohl? Okay, er hat den Salat. Bereitet einen Salat zu und bringt den Tacker. Okay, das haben wir ja schon gemacht. Für wen haben wir jetzt den Salat angepflanzt? Okay, egal, fahren wir erstmal, bringen wir erstmal den Salat vorbei und sprechen mit Ava und dann erledigen wir heute mal die Hauptquest weiter. Gehen wir mal tauchen. Ich habe so eine Idee, wie wir das machen können. Ich hoffe, das funktioniert, dass das dann nicht wieder, dass dann heute nicht wieder die drei Tauchbrillen, die ich habe, drei oder vier habe ich im Inventar, dass die dann nicht wieder verbrauche. Ich glaube, mit der Maus ging das, wenn ich das richtig gesehen habe. Also mit dem. Ich hab wieder so ein Workflow angeschaut, mir daran angeguckt, wie das funktioniert. Hier erstmal nach Quedis und erstmal die zwei Quests hier, den neuen Quest beantragen, antragen wollen. Willkommen in Deutschland. Neuen Quest erstmal holen und na, schauen wir mal. Ich hoffe, ich kriege das heute hin mit dem Tauchen, weil. Puh. Ach so, hier die beiden Essenslieferanten. Die beiden von der Imbisskette. Du willst einen Salat haben. Und? Gar nicht so schlecht hier in dieser Uniform. Aber jetzt lernst du gemeinsam mit Bra. Hallo. Ah, wie lange bist du denn schon hier? Das ist schon eine Weile. Brr. Kochuniform. Sehr hübsch. Können wir auch gleich mal anlegen. Hier. Klamotten. Hier war's. Kochuniform. Angezogen. Sehr hübsch. Hallo, wie läuft's mit Arbeit? Oh. Ich kenne ihn nicht und bin nicht dran interessiert. Und kennen Sie denn warum? Er möchte ein großartiger Koch werden, genau wie du. Ich möchte kein großartiger Koch werden. Ich möchte ein Meisterkoch werden. Genau wie mein Vater und meine Großmutter vor ihm. Sie alle waren Meister der Credo-Küche. Für einen Meisterkoch ist deine Schürze aber immer viel zu schmutzig. Das ist an sich nichts Schlechtes. Oh. Außerdem habe ich nur die eine. Schnorren. Bring mir etwas Baumwolle und einen Faden. Ich werde mir eine Schürze nähen.
Super viel, mein Meister. Na toll. Also Baumwollsamen. Mal ein bisschen was anpflanzen. Das ist die nächste Quest. Okay, wir erledigen aber heute als erstes erstmal die Hauptquest. Also erstmal gehen wir noch zu Avan und holen uns eine neue Quest ab und dann gehen wir dort weiter. Bei der Hauptquest. Kor, könntest du etwas für mich ausliefern? Vielleicht? Ein Kühler der Elite hat etwas bei mir bestellt. Ich kann Mario nicht losschicken, weil sie sich hier um die Kunden kümmern müssen. Muss. Kein Problem. Bitte sei sehr respektvoll gegenüber. Er ist mein bester Kunde. Keine Sorge. Bring ihm dieses Essen. Das Wechselgeld kannst du behalten. Sehr schön. Okay, das kann ich gleich auch mal mit anlegen. Das sind wohl die Kunden. Okay. So. Der adelige Elite. Zu den feinen Herren in seiner Villa. Machen wir das mal. Gehen wir den mal besuchen. Der ach so feine Herr. Danach gehen wir mal auf Tauch. Auf Tauchtour. Mal schauen, ob ich das halt gebacken kriege. Mit dem Tauch, also mit der Maus, kann man angeblich hoch und runter tauchen. Was willst du, Mädchen? Ich habe das Essen dabei, das du beim ankurischen Restaurant bestellt hast. Alles, was ich in Ava zubereitet, ist absolut köstlich. Das stimmt, der Rest von Quintus sieht das aber leider nicht so. Tja, die Quintus sind etwas konservativ, wenn es ums Essen geht. Aber mir gefällt es, wie er sich anstrengt. Er gibt sein Bestes, um all meine Wünsche zu erfüllen. Er arbeitet wirklich hart. Und er verlässt nie sein Restaurant. Er hat sogar ein Zelt in seinem Garten. Ich weiß nicht, ob das alles gut für ihn ist. Seine Gerichte verleihen seinen Sorgen Ausdruck. Selbst sind sie so köstlich. Das macht mich traurig. Hier, bringt ihm sein Geld. Okay, 300 Münzen. Was bringt dich hierher, Mädchen? Nichts Bestimmtes. Ich schaue mich nur auf den Sinn um. Warum lebst du so weit weg von den anderen? Ich mag andere Menschen nicht allzu sehr. Hey, weißt du, wie man taucht? Na klar, ich bin eine Abenteurerin. Sehr gut. Laut meinen Notizen gibt es in der Nähe einen Graben, in dessen Tiefen ein vor langer Zeit versunkenes Boot zu finden ist. Könntest du für mich zum Wrack tauchen und mit diesen Fracht bringen? Was für eine Ladung. Ein Andenken, ein Schmuckstück vom Meeresboden. Komm sofort. Na toll, jetzt müssen wir nochmal tauchen. Und ich weiß nicht, wie man taucht. Erklär's mir bitte. Ach, mein Spiel. Das ist, ich würde mir auch, also irgendwie, ein Tutorial wäre diesem Spiel auch nicht schlecht. Das würde diesem Spiel bestimmt nicht wehtun, wenn es ein Tutorial hätte. Es hat mir so ein bisschen, es fehlt mir bisher, am Anfang hat es mir sehr gefehlt, jetzt fehlt es mir immer noch. Also ein bisschen, ja, so ein paar grundlegende Erklärungen, wie man taucht zum Beispiel. Und wie man Geld verdient, also da musste ich erstmal selbst drauf kommen, wie ich da Geldhandel mache und so weiter. Da so ein bisschen, ja, okay, die Steuerung muss man vielleicht nicht erklären. Aquila hat das Essen sehr genossen, wirklich sehr gut. Zumindest ein Elite, wie ich auch weiß, meine Fähigkeiten zu schätzen. Aber ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Es ist alles okay. Und wenn ich mich noch ein wenig mehr anstrenge, wird alles werden. 50 Münzen, wie gnädig. Ja, es ist manches nicht wirklich ersichtlich, manches muss man wirklich schon. Ja, da muss man Workthrough gucken, damit man das kapiert. Also, ja, eigentlich kann man auch die Spielsteuerung erklären. Also, so ein Tutorial am Anfang ist wirklich nichts Blödes. Also, das kann man schon. Ist keine schlechte Sache. Ein überspringbares Tutorial. Die meisten Games haben ja überspringbare Tutorials, wo du einfach, wo du auch sagen kannst, nö. Also wenn du wirklich meinst, du kriegst es alleine gebacken, kannst es ja überspringen. Also ich muss mal auf die Karte gucken. Geht gar nicht. Na gut, dann gucken wir mal, wo waren vielleicht nochmal die Stelle mit der Tauchsache.
erstmal mal die Perle für die, die Halskette für die Madame, die Hauptquest. Dann schauen wir mal, wenn wir eh schon am Tauchen sind, gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einmal das schaffen mit dem Schatz für den Adling. Okay, sind wir schon mal falsch. Kiste. Münze. 120 haben wir, okay. Sehr schön. Da haben wir einen ganzen Part jetzt hier mit verbracht. Ja, ich muss gerade mal das Niesen unterdrücken. Ja, ich weiß, das soll man nicht machen. Ich will auch hier nicht mit einem Video niesen müssen. Ja. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Hier ist er. Ich habe hier tatsächlich auf meinem Schreibtisch einen roten Faden stehen. Einen roten Bindfaden. Aber mir fällt es immer noch nicht ein. Was habe ich gerade gesagt? Was war mein letzter? Was war der letzte Punkt? Was wollte ich? Ja, so eine Scheiße. Der Pirat. Na, gehen wir mal tauchen. Ja, mit dem Pirat können wir gerade wohl nichts machen. Ach doch, könnten wir reden. Stein können wir gut verkaufen. Sprechen. Kein Geschäftsmännchen. Denk daran, dich von der Sonne zu schützen. Aha, ein hilfreicher Tipp von einem Pirat. Okay, da müssen wir lang. Wenn wir zur Zielflagge hin, da können wir tauchen. Hier. Ich hoffe, wir kriegen es diesmal hin. Tauchen. Na komm. Ich glaube, wenn wir jetzt, also ich suche mal vorwärts und hier mit S abtauchen. Ah, okay. Jetzt wird es mir erstmal erklärt. S können wir tauchen. Sehr gut. Muschel. Ich bräuchte mal hier den. Hier vielleicht. Okay, Luftblasen. Die brauchen wir. Ah, die Halskette. Sehr gut. Sehr gut. Dann tauchen wir mal langsam wieder auf. Wir haben doch alle Schätze hier schon gesammelt. In der Proportion stimmt auch mit. Sehr gut. Na dann. Auftauchen bitte. Quest erfüllt. So schnell geht's. Ach Kacke. Stimmt, wir können ja nicht ins Menü. Dann gucken wir gleich noch nach der anderen Quest, ob wir da noch bei dem anderen Fähnchen oder noch für den Editen, ob wir da noch irgendwas, ob wir da noch seinen Schatz finden können. Können wir alles einmal auf einmal erledigen, können wir jetzt heute einen Tauchpart machen. Nein, gebündelt die Sachen übergeben. Ja, hier ist noch die Flagge. Wo muss ich lang? Hier muss ich lang. In die Richtung. Hui. Immer durch die Fässer durch. Auch die Rohstoffe kann man gut verkaufen. Lohnt sich da mal durchzufahren. 2 days from now and it will be our second anniversary. But you won't be able to read this on time, will you? It's okay. No matter when you open this bottle, I'll be there for you. I'll be there for you. Woher habe ich das denn jetzt? Time means nothing when we love each other. Eine Postkrabbe. Sehr schön. Bisher nur auf Englisch. So, wo ist die Flagge? Wo ist die Flagge? Da ist die Flagge. Da können wir tauchen. Ist auch eine Postkrabbe. Dear Marcus, I love you very much. Uga Muga, love Mom. Okay, ich glaube, das hat man schon. Das kommt mir bekannt vor. Tauchen. Mit S tauchen wir. Sehr gut. Öffnen die Schatztruhe und kehre zurück zur Boje. Atmen, blasen.
Immer schön in die Atemblasen rein. Schlüssel. Okay. Wofür ist der Schlüssel? Schön schwammig hier unter Wasser. Sehr gut. Da haben wir den Schatz gefunden. Können wir zurückbringen. Können wir dem Adeling Elite zurückbringen. Sehr gut. Sind wir da erfolgreich mal getaucht. Na dann, zurück nach Quenis. Dann bringen wir unsere gesammelten Schätze zurück. Erfüllen wir unsere Quests. Tja, der Part, in dem wir hier durchgesiegelt sind und alle Fässer kaputt gemacht haben und Geld sammeln, ja, war auch mal eine schöne Sache. Mal zu zeigen, dass es fürs Let's Play mal vollständigkeitshalber, dass man theoretisch auch so das Geld sammeln kann, ist der mühsame Weg. Es geht auch, wenn man Sachen verkauft. Ja, wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass man das verkaufen kann, sein Krams. Das macht es halt ein bisschen leichter, oder? Wenn man den Krams dann selbst verkaufen kann. Wenn man nicht mehr stundenlang durch die Gewässer scheppern muss, um sich Geld aus den Kisten, aus dem Treibgut zu sammeln. So, ich gehe mal nach Osten. Dann wird schon Nacht. Ich schlaf gleich vom Schiff. Ist ja gut. Müssen wir nicht ins Hotel gehen auf Quenis. Ja, ich kann. Ich weiß, das ist auch eine Sache, das musst du hier nicht. Kann ich auch die Zeit einstellen? 8 Stunden 30. Nee, das ist irgendwie. Gut, im Schlafen um 8 Stunden 30. Wenn es denn sein muss. Ich leg mal gleich hier an. Dann können wir hier gleich zum Madame hoch. So, Müll liegen lassen. Umweltverschmutzer. Umweltverschmutzerin. Am Kundschaft freigeschaltet. Das wär's. Okay. Wo geht's hier hoch? Den anderen Weg. Apfel. Also zumindest Äpfel und Kirschen können wir, glaube ich, anpflanzen als Bäume. Das fand ich ganz gar nicht schlecht. Ich habe die Halskette. Es war nicht einfach, sie zu bergen. Oh nein, die Halskette ist beschädigt. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Ja, das war zu erwarten. Sie war mehr als 40 Jahre dort unten. Weißt du, wem diese Halskette gehörte? Sie gehörte deiner Großmutter. Herkum. Wirklich? Ja. Was weißt du über sie? Sie war ein Credo, glaube ich. Und sehr stark. Und ein bisschen ernst. Aber ich wusste, wie man sie zum Lachen bekommt. Das freut mich zu hören. Sie war ernst, ja? Weißt du, mir fällt da was ein. Bringen Sie zu Akai, dem Mädchen in der Schmiede. Sie sollte von ihrer Reise in den Hohen Norden zurück sein. Bitte sie darum, sie zu reparieren. Ein neuer Charakter. Schädigte Halskette. Oh. Dann lernen wir die Dame jetzt kennen. Ein neuer Charakter. Es geht voran in der Story. Und wo wir schon mal da sind, können wir auch mal beim Elite vorbeischauen. Die Tür ist jetzt offen dort. Sehr gut, dann gehen wir gleich rein. Ich bringe erstmal vollständigkeitshalber hier nochmal den Fund zurück. Was? Verschlossen? Ah, öffnet sich. Sehr gut. Ich latsche durch deine Blumen, ich latsche durch deine Blumen, latsche durch deine Blumen. Okay. Hier, hast du das Schmuckstück. Toll, du hast es mir wirklich gebracht. Natürlich. Ich dachte, du wärst wie die anderen Inselbewohner. Tja, ich komme von einer anderen Insel. Oh. Das war schon alles. Hier, das hast du dir verdient. 85 Münzen. Das ist sehr gut. Das ist ja.
dass ich auch noch belohnt werde. Habe ich jetzt alle Quests erfüllt von ihm? Nee, oder? Sonst gäbe es eine Errungenschaft. Und er hat gerade zu Akachi. Mach weiter mit dem Auftrag von Kuram. Ja, okay. Mit Avan müssen wir noch sprechen. Haben wir mit dem nicht schon gesprochen? Egal, erstmal mit der Hauptquest weiter. Solange wir die Hauptquest machen können, machen wir mit der weiter. So, hallo Akai. Na, Kaji. Hallo, Kleines, was brauchst du? Bist du Akachi? Was will dich sonst sein? Aber geht's dir gut? Du bist wirklich stark. Dein Arm ist fast so breit wie ich. Und ich liebe deine Haare. Danke, willst du was von mir? Das habe ich vergessen. Mein Name ist Koa. Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ebenfalls. Willst du ganz da so stehen bleiben? Nein, ich muss... Ach, genau. Ich wollte dich darum bitten, dass du die Halskette zu reparieren. Die ist aber ziemlich beschädigt. Dafür will ich Metall brauchen. Ich weiß nicht, ob ich genug habe. Aus dem brauche ich Leben, um Guss von mir zu machen. Wie wäre es, wenn ich dir eines besorge? Und wie? Mit meinem Hammer. Na schön, wenn du sowas kannst. Aber bist du dafür nicht zu klein? Ah? Nein. Im Vergleich zu dir vielleicht. Aber höchstens äußerlich. Schau her, ich zeig dir eine Blaupause für einen Metallhammer. Okay, okay. Bring mir den Lehm und das Metall, sobald du alles gesammelt hast. Schädigte Halskette. Verbesserter Hammer. Silberhammer. Sehr gut. Lehm. Okay, wir müssen erstmal Lehm noch sammeln. Mit dem verbesserten Hammer können wir jetzt das eh machen. Metall haben wir schon. Brauchen wir noch Lehm. Okay. Gehen wir mal unseren Hammer verstärken. Da haben wir jetzt nicht mehr das Problem, dass wir bei den Mineralien da immer. Ich brauche einen besseren Hammer. Das war immer das Problem. Jetzt verstärken wir unseren eigenen Hammer. Sehr, sehr gut. So muss das. Hoppla. Ich kann aber hochspringen. Ist auf die Säule drauf gesprungen und die halbe Palme hoch. Aber da kann sie nicht drüber. Natürlich. So, Avan hat noch eine Quest für mich. Avan, ich bin hier, wenn du Hilfe brauchst. Koa, ich kann dir gerade nicht zuhören. Ich probiere ein neues Gericht aus. Kein Problem. Ich bleibe auf jeden Fall in der Nähe. Hey, Kleiner, ich brauche deine Hilfe. Worum geht es? Die Küchenmesser schneiden immer schlechter. Aber Avan hat es noch nicht mitbekommen. Könntest du mir etwas Metall von guter Qualität bringen, damit sie schärfer können? Ja, ich glaube schon. Danke, Kleiner. Nein, was ist nur mit mir los? Habe ich verlernt, wie man eine Karotte schneidet? Genau das meine ich. Ich habe doch Metall, können wir jetzt. Danke, dass du mir den Gefallen getan hast. Ich habe so viel zu tun. Haben wir schon erledigt, oder? Das brauchen wir. Jetzt haben wir nicht genügend. Oh, aus Stein können wir Lehm machen. Das ist ja sehr gut. Habe ich nicht genug Metall oder wie sieht das aus? Kopfkratz. Egal. Ja gut, müssen Metall besorgen und Lehm machen. Dazu erstmal zurück zur Insel. Oder? Was sagt die Quest? 10 Metall haben wir eigentlich schon. 5 Metall haben wir auch schon. Na egal. Machen wir erstmal die Hauptquest weiter. Lehm machen aus Stein. Muss ich meiner Werkstatt tun. Und meinen Hammer gleich mal verstärken. Kurz in Werkstatt und dann wieder zurück. So sieht's aus. Schiff? Ach, stimmt ja. Das habe ich anderswo geparkt. Ich dachte, dass die spawnt und kommt da wieder auf den... Nee, für dich habe ich gerade keine Zeit, sorry. Ich muss zum Schiff. Postkrabbe.
I hope that one day I'll reminisce and remember that game, this game, as being one of the best experiences of my life. I grew up loving a few games, and I haven't felt that same feeling at while. I have big hopes. Doppelpunkt 3 minus Xilvis minus 2. Aha. Ein Entwickler wahrscheinlich. Oh, ein Lolli. Hat ein Lolli mit sich getragen. Na, für die Credits freue ich mich auch schon. Da können wir sehen, wer hier an Schuld ist. Oh, schön. Hätte ich mal einen Screenshot gemacht. Jetzt habe ich leider vom Tauchen keinen Screenshot gemacht, aber gut. Ich muss halt einen Screenshot aus dem Part rausnehmen. So, zum Glück kann man hier am Ufer immer ziemlich gut langlaufen. Oh Mann, mein Boot ist da ziemlich am anderen Ende der Welt hier. Müssen wir erstmal hinlaufen. Am anderen Ende der Insel geparkt. Ach je, da hat man sein Boot mal an der falschen Stelle der Insel geparkt und schon. Ich verliere hier auch Kraft. Ich muss hier mal was. Bonbon. Das hat ja viel gebracht. Ein schöner Sound, wie es gelutscht hat. Ja. Gut, und sonst so. Okay, die Tür ist verschlossen. Wir haben ja erstmal eine Quest zu erledigen. Ja, am besten ich gehe hier hoch. Kann ich auf der anderen Seite runter. Ach, die ist schon schlafen gegangen. Ist 19 Uhr oder was? Hier hoch können wir nicht, oder? Ach, schade. Da ist unser Boot. Sehr gut, einfach den Abhang runter. So, einmal schlafen, bevor wir hier noch umkippen. Und zurück zur Insel. Zu unserer Heimatinsel, die, glaube ich, im Süden liegt, wenn mich nicht alles täuscht. So, ja, hier entlang. Vom Hafen aus, geradeaus. Na dann, auf zur Heimatinsel. Dann machen wir die Hauptquest weiter. Machen wir ein bisschen Leben und verstärken unseren Hammer. So muss das. Heimatinsel. Na? Hops. Na, Popo ist schon am Strand. Der hat Spaß. Daddy, das hat seinen Spaß. Äpfel immer gut mitzunehmen, damit wir nicht hungrig werden. So ein bisschen Lehm machen. Werkstatt Lehm. Wie viel brauchen wir davon? Ich mach mal 3. Eigenschaft freigeschaltet. Handy. Nicht genug gehandwerkt. Okay, das muss wohl reichen. Okay, was brauchen wir, um den Kupferbarren? Ach, Schande. Um den zu verstärken. Wo kriegen wir jetzt Kupfer her? 2 Kupferbarren.
So, wie sieht's mit der Quest aus? Haben wir die jetzt erledigt oder? 3 von 5 Leben, na toll. Müssen wir Stein sammeln. Und Kupfer. Stein und Kupfer. Können wir Kupfer überhaupt schon abbauen? Müssen wir ja. Sonst können wir den Hammer ja nicht bauen. Ich hoffe, wir haben Kupfer auf der Insel. So, hier. Das scheint doch Kupfer zu sein, oder? Müssen wir daraus auch irgendwie Kupfer machen. Kupferbarren machen. Haben wir noch kein Rezept für. Oder? Ein paar Steine. Ich schau mal nach, ob wir Kupferbarren machen können. Ob die Steine jetzt schon reichen. Für neuen Lehm. Seit wann macht man nur Steinlehm? Das macht man doch mit Sand, oder? Macht man da nicht? Dann irre ich mich da. So, jetzt müssten wir es doch. Da brauchen wir Fahrrad für. Ach ja, Baumwolle müssen wir auch noch anpflanzen. Das ist auch nur eine Zeitquest. So. Ja, 5 Leben und 10 Metall. Sehr gut. Wie war das mit dem Kupfer? Kupfer, Kupfer, Kupfer. Haben wir noch kein Rezept für. Das ist doch selten. Seltsam. Kupferbarren. Können wir vielleicht den Kupfer, den wir schon haben? Nee, können wir nicht, oder? Es ist ja ein Ding. Kupferbarren. Kupfer haben wir auf jeden Fall im Inventar, oder? Rohkupfer. Können wir den irgendwie. Tja, dann müssen wir vielleicht nochmal fragen. Wir haben auf jeden Fall erstmal die Zutaten. Und unseren Hammer, vielleicht hilft es uns nochmal weiter. So, zurück nach Quelis. Auf geht's. Ab in den Norden. Ab in den Norden. Der Sonne hinterher. Nee. Irgendwie nicht.